Hey, hallo, hier bin ich wieder, euer Jockel und auch allen willkommen bei Feedme. Feedme, spricht das eigentlich auf? Oder Feedme? Naja, Feedme, sage ich einfach mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf YouTube drauf tun. Ich denke ja. Also auch, ne? Also alle herzlich willkommen bei YouTube und bei Feedme bei einer Runde Mannekraft. Und wir sind hier wieder auf meiner alten Serverwelt. Ich habe im Optifine so ein bisschen was raufgemacht und auch geschafft, jetzt irgendwie Wasser und so hinzukriegen. Das hat mir helfen lassen von den Deutsch. Ja, der war auch schon mal auf dem Server. Ich habe jetzt. Der hat irgendwie seinen Namen ein bisschen geändert. Steht jetzt auf seiner Haustür dran. Augenblick. Wer ist das hier? Ne, da steht auch nur Deutsch. LP. Mhm. Ach, hier, da. Ja, YouTube-Gemeinde. Okay, alles klar. Kanal-Meeting nur für Let's Player. Oh, ja. Okay, okay. Was er auch immer damit meint. Ja. Wir haben hier auch etwas kleinere Menschen, die hier mit auf dem Server spielen. Deswegen, einige Gebäude sind gewöhnungsbedürftig. Ich habe hier ein bisschen retuschiert. Das war tatsächlich nur ein Klotz. Auch dieses Ding war nur ein Klotz. Ne? Ja, das ist der Ben 040, der, und das war hier der Simon 040, so. Ja, und ich bin der Lanze 040, falls, ja, für die alle bei Beat.me, kenne mich ja gar nicht. Huch, ey, ich habe dir gar nichts getan, was denn, wir machen hier gerade ein Video zu machen, und du fängst ja an, hier wild rumzuballern, sagst du das? Ach, geschirbt doch endlich jetzt. So, ja, die FPS gehen hier tierisch in die Knie, irgendwie schaffen das hier meine Prozessoren ja alle gar nicht mehr, hier so zu berechnen. Ich habe es ja vorher eher in der Grafikkarte liegen. Aber ist nicht so schlimm, weil wir, ich hoffe, naja, das ist doch schon schlimm, aber wir werden es überleben. Ich finde das einfach schöner. Ich lasse das erstmal so, aber später, du, was, wort, gebaut, was? Okay, das hat hier, da hat jemand versucht zu schreiben, der Schreiben noch nicht mächtig ist anscheinend. So. Ich esse mal was und hier machen wir wieder das Schild wieder dahin. So. Ja. Ja. Baustelle. Betreten. Verboten. Außer natürlich die daran arbeiten, ne? Ja, müssen wir hinschreiben. Eltern haben vierjährige Kinder, bla bla bla. Das Übliche halt eigentlich. Aber das schenke ich mir jetzt. Was habe ich hier im Werkzeug? Oh, meine Eisenspitzhacke ist schon ziemlich weit runter. Aber ich habe hier noch Bergarbeit. Für, ja, für alle, die jetzt erst zum ersten Mal hier auf meinem Kanal sind. Also ich habe hier vor, ähnlich wie da drüben. Moment, nochmal hier rüber gucken. Denke hier. Na, dann haben wir eben halt ein paar Gebäude hier unter Wasser. Über uns ist auch ein Schiff. Das ist noch nicht ganz fertig. So, na? So ist das geplant. Und wir werden auch irgendwann nochmal eine Rundtour machen, auf, überhaupt hier, einmal hier und was wir sonst sogar auch gebaut haben auf dem Server. Da ist schon so einiges gebaut worden. Ja, aber erstmal müssen wir, ich will hier runter bis ein vom Bedrock. Na, damit wir auch relativ hohe Häuser bauen können. Mhm. Muss ich mal schauen, wie ich das genau mache. Vielleicht mache ich da auch so Terrassen, dass man da so hinuntergehen kann und so und von oben herunter gucken kann. Das ist dann das. Gleichzeitig habe ich aber vor, also es wird ja wahrscheinlich, ich muss überlegen, wie ich das mache, weil hier soll ja eigentlich auch Wasser runterfallen. Das wird wahrscheinlich tierisch CPU-Leistung kosten. Und ins FPS ins Unermessliche runterquetschen, ne? Gehen wir wahrscheinlich zu Einzelbilder am Ende, keine Ahnung. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Das wird aber noch lange dauern. Ich habe hier noch viel zu tun. Da wir hier tatsächlich Stein für Stein abbauen, kann das ein bisschen dauern und es wird vor allem schön langweilig sein für euch, da ihr mir beim Steinabbauen zugucken dürft. So. Auf jeden Fall zwischendurch. Ihr habt hier gesehen, dass ich auf dem Haus gestartet bin. Das ist ein kleines Häuschen, woran ich gerade baue. Dabei baue ich dann zwischendurch auch mal weiter. Damit wir auch zwischendurch was anderes machen, außer Steine klopfen, bauen wir da auch ein bisschen Häuschen. So.
Ich habe jetzt 3 Videos bei Feedly hochgeladen. Der erste Video ging ganz gut, da gab es relativ viele Aufrufe, aber danach ging es rapide abwärts. Das ist also das gleiche Problem wie bei YouTube eigentlich, dass man auch da echt schwer Zuschauer zu kriegen ist. Ich muss vielleicht irgendwas an meiner Art vielleicht verändern, keine Ahnung, aber ich bin halt so, wie ich bin. Entweder mag man das oder man mag das nicht. So, klar, einige weiß ich, da muss ich noch dran arbeiten. Aber so grundsätzlich bin ich jetzt nicht so der Fan jetzt hier von fettes Intro und Thumbnails und so. Das bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich mag das schon gerne. Ich würde es auch gerne mich da täglich 8 Stunden da hinsetzen und Thumbnails und Intros basteln. Aber das geht nicht. Ich bin halt kein Schüler und verdiene nicht mein Geld mit YouTube oder Feedme. Ne? Feedme hat sowieso noch keiner gespendet und bei YouTube auch nicht. YouTube kann man ja auch nicht spenden. YouTube ist ja nur Werbeeinnahmen. Da habe ich, glaube ich, 0,03 Euro. Glaube ich. Irgendwas habe ich gelesen. Ne? Das bringe ich mal nicht zur Auszahlung. Ich glaube, es wird auch nicht ausgezahlt. Glaube ich, erst 50 Euro. Bin ich sicher. Und ja. Ja. Und das bei über 100 Videos, die ich da hochgeladen habe. Es ist ein bisschen ernüchternd, aber wie gesagt, es geht halt nicht um die fette Kohle. Ich mache das, was mir Spaß macht, erstmal zu spielen und dann noch Videos zu machen und dann so ein bisschen zurechtschneiden und so. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe jetzt gerade. Ich rede jetzt ganz allein für mich. Heute ist wieder Freitag, Also es kann sein, dass ihr zwischendurch mal die Stimme von Gronkh im Hintergrund hört. Weil ich das gerade nebenbei gucke. Ja, also so. Ich werde das auch nicht in den Namen des Videos eintragen, das sagen, Gronkh im Hintergrund oder so, damit ich ja auch viele Aufrufe kriege oder so. Nein, ich will ja Aufrufe haben, weil ihr mich wegen meinen Videos gucken wollt und nicht, weil irgendein anderer Prominenter zu hören oder zu sehen ist da drauf. Ich höre was. Oh, das ist ja... Was ist denn da ein Nest? Was ist denn da los? So, okay. Jetzt kann ich also die Tür. Ach, hinter der Tür ist, glaube ich, eine Mine abzugreifen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich muss da eine Leiter irgendwie hoch. Das würde aber den Wasserfall stören. Da muss ich, mache ich die Tür weiter tiefer rein. Und hier so eine Schneise, ne? Nach oben. Das, ja. Mache ich das so, dann steht der Wasserfall nicht und man sieht die Tür dann auch nicht mehr so gut. Verschwindet tut sie ja nicht ganz. Man kann durchs Wasser durchgucken, wie ihr seht. Ihr könnt das schöne Wetter sehen. Jetzt könnt ihr das Schiff sehen. Da oben die Mauer aus Glas. Huch. So. So. Okay, haben wir es. So. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht hier auch das weghaue, dass man hier eine große Fläche hat. Weiß ich nicht. So, dass man, zwar hat man dann, ist man nicht unter, direkt unter Wasser, sondern unter diesem Berg. Kann man überlegen. Puh, könnt ihr euer Meinung dazu schreiben, was ihr meint dazu, was ich da tun soll. Auf jeden Fall greifen wir mal die Erde, also die Spitzhacke ist schon ziemlich kaputt, die müssen wir unbedingt reparieren. So. Ich habe jetzt hier den Kiesack. So. Ist schon ziemlich verzögert, aber ich bin es gewohnt, weil ich schon immer lahme Rechner hatte. Wo dieser hier ist, relativ guter Rechner. Schon für meine Verhältnisse. Na gut, ist ja auch schon 5 Jahre, 6 Jahre alt. Das ist mein ehemaliger Server gewesen. Ich habe 4 Kerne und 8. Wie nennt man das? Diese emulierten Kerne, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich muss gerade nochmal nachgucken. Hoppala, machen wir hier. Fackel hin, ist mir so dunkel sonst. So. Aber es ist schon warmes Licht, ne? So leicht gelblich. Ist angenehm. Aber wenn euch das zu rückelig ist, also euch das nicht zusagt, diese. Das Schöne, und lieber darauf verzichten wollt. Mache ich das natürlich auch gerne wieder aus. Dann ist kein Problem. Ne? Dann
Nur das ganz normale Minecraft. Ohne Textur, also nicht ohne diese Shader. Shader heißt nie, ja. Jetzt mal den Namen dazu. Shader, ohne Shader. Können wir machen, wenn ihr das so wollt, mache ich das natürlich gerne. Ansonsten alles andere läuft nach meiner Nase. Ja, Shader kann ich gegebenenfalls verzichten. Ne, Texturpack würde ich wahrscheinlich lassen. Das hat nicht so sehr den Server den Rechner belastet, meine ich schon. So, komm mal her, wir hauen uns mal ein bisschen. Ha? Na, kannst ruhig explodieren. Ist nicht so schlimm, wenn du hier explodierst. Weil wir müssen eh noch tiefer. Aber gut, hast du nicht geschafft und ab in Grube mit dir. Ja, so muss das sein. Herrlich. So, okay. Haben wir es? Ja, wir haben zu weit. Sind wir noch ein bisschen Erde abbauen. Wie viele Schaufeln haben wir noch? Also die Erde will ich hier runterhauen hier. So, das mache ich immer so, ne? Wenn ich die Erde irgendwo antreffe, dann kloppe ich das so weit weg. Ja, vielleicht finde ich jetzt viele Sachen darunter, die ich vielleicht unbedingt haben möchte. Und weil es relativ schnell abgebaut wird. Deswegen mache ich das. So. Ne? So. Hupp. Hupp. So, irgendwie habe ich ein Echo. Kann das sein? Ist das so gewollt? Ah, das kostet. Laufen wir mal drauf zu. Aua, habe ich voll erwischt. Auf die Fresse, du Lump. Ich muss mal ein bisschen was essen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Hopp. So, dann gehen wir wieder ein bisschen laufen. Ich hoffe, hier sind nicht mehr so viele Creeper. Wir hatten eine Zeit lang viele Creeper hier gehabt. Aber, nee, diesmal. So. Einfach, ich gehe mal mit euch nach oben, damit ihr ein bisschen oben was seht. Ansonsten werden wir gleich mal gucken, ob wir unser Werkzeug reparieren können. So. Jetzt stehen wir hier zwischen Wasser und Wand. So, ja, dann geht's hier durch. So, dann haben wir hier ist unsere kleine Bibliothek. Ja, hier können wir unsere Werkzeuge verbessern. Also ich tag das mal, ich geh mal rein. Schau mal auf die Tür. So. Okay. Ja, hier, ne, Bibliothek. Und Uncharted. Ja, ne? Haben wir hier noch ein bisschen Lapis Lazuli. Ja, ich das einfach mal einfach halber Lapis. Und ein bisschen ein paar Blätter, um noch ein paar Bücher zu craften, klar. Ich komme hier nicht raus. Da habe ich immer so ein extremes Problem mit, durch schmale Türen zu gehen. Mhm. Achso, dann gehen wir noch ein bisschen nach oben gucken. Ihr hört das schon. Da werden irgendwo Schweine sein. Die sind hier. Schweinis sind hier. Guck mal, einer mit Sattel, kann man reiten. Hallo Schweinis, ich habe leider nichts zu essen mit für euch. Tut mir leid. Keine Kartoffeln mit, nicht klar. Oder war es Möhrchen? Ich bin mir nicht sicher. War es Möhrchen, ne? Ah, ist aber nur eine. Die müssen wir anpflanzen, die eine. Oder wir haben oben, glaube ich, sowieso noch genug Möhrchen. Egal. So. Hier kommen wir auch noch. Ist auch noch Wasser. Es gibt bis zum oberen Rand hier das Wasser. So. Und hier sind wir nun über dem Wasser. Und den Schiff wird noch gebaut, der bleibt nicht so. Hoffe ich jedenfalls nicht. Aber sieht schon gar nicht so schlecht aus, ne? Ah, schlecht sieht das nicht aus. Hier haben wir einen Brunnen. Ja, hier wird, weiß nicht, hier werden diverse Sachen abgebaut, ne? Ja. Wo ist denn hier hoch? Deswegen. Okay. Wo können wir unseren Raffel hier ablegen? So, das Gammelfleisch nehmen wir mit. Das kommt noch in die Kiste. Feuerstein muss ich nicht unbedingt mitnehmen. So. Tja, da brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Spitzhacke muss ich unbedingt reparieren. Was haben wir hier noch? Ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Ja, genau. Es ist eben halt nur so eine Bergarbeitergrube. Gräbt so ein bisschen, was man so braucht. Steine, Kohle, was man sich so besorgen muss man auf die Schnelle. Hier haben wir so ein paar kleine Felder. Ja, guck mal, da können wir Kartoffeln jetzt ernten, zum Beispiel. Das läuft ja schon. Mhm. So, okay. Gehen wir mal weiter runter. Achso, hier hinten haben wir auch noch so ein kleines Räumchen. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Das ist jetzt erstmal für die Feed Me Community.
wie wir gesehen haben. Hier, und dann kann man ja auch direkt ins Wasser rein. Das ist hier so mein Arbeitszugang gewesen. Um dort drüben die Glasplatte und damals hier natürlich hier mit Sand aufzufüllen, hat mir, um das Wasser zu verdrängen darunter, haben wir es von hier aus mit Sand aufgefüllt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Und beim zweiten Bauprojekt habe ich einfach die Fläche da eben gemacht und dann Glasplatten draufgesetzt. So, Glasplötze hier. So, einfach ist das gewesen. Das nehmen wir mit. So, das brauchen wir nicht für die Hundis. Jetzt wie viele Hundis zu füttern, aber nicht hier. Die sind in meinem eigentlichen Zuhause. Huch, so. Findest du, das sieht schön aus mit dem Wasser. Pupp, runter. Und hier Schatten, cool, ne? Ich mag das. Mhm. So, aufpassen, mal, spawnen hier Monster. Ja, diesmal nicht, okay. Was ist das denn für ein Bild? Ich habe das Gefühl, die Bilder ändern sich jedes Mal. Hier so eine kleine Treffecke, wo ich ein bisschen labern kann. Ja, so mit den Leuten, aber ja. Wie ihr seht, ich bin allein. Moment, ist keiner da, also. Ja, und hier, guck mal, hier, das Licht kann man hier ausmachen. Hier, da kann man nur das atmosphärische Fackellicht genießen, die Lampen aus. Und ja, es wird nicht viel dunkler. Es ist eigentlich zu viel Licht hier, damit es so einen Effekt hat. Ja, die ganze Technik hat sich der Dage immer drum gekümmert. So, und hier ist ein Office von mir, ein Büro. Ja, hier arbeite ich. Oder auch nicht. Und hier schlafe ich. Ich habe nichts zum Schlafen gerade. Ich nehme mal ein bisschen meine wertvollen Sachen, die ich erstmal hierhin getan habe, weil die jüngeren Spieler leider nicht so viel Rücksicht auf Eigentum genommen hat. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier reingepackt. Ja. So, also. Arbeitszimmer. Hier fällt eine Fackel eigentlich hier so. Ist ein bisschen duster. So. Okay, da geht da nicht hin. Ah, da oben geht's hin. Ja, das ist da oben. Oder ich hätte es da an die Wand machen können. Naja. Okay. Ist auch sehr spartanisch ausgerüstet. Wir haben hier auch noch ein bisschen mehr. Hier haben wir einen Wasserbehälter. Das ist geil. Das ist irgendwie geil, oder? Wobert das vor sich hin? Der Boden bewegt sich. Es lebt. So, ein paar Schneebälle. Waren das Schneebälle oder war Lehm? Schneeball, ja. Und was haben wir denn hier noch ein bisschen? Ziegel haben wir hier noch und jede Menge Feuerstein, ein paar Federn. Das heißt, wir könnten ein paar Netherwarzen. Geht. Da geht es auch übrigens hoch. Hier ist so ein kleine, ja, Kochnische. Ne, hier haben wir so unsere Leckereien. Brot, Möhrchen haben wir so reichlich. Ich nehme mal ein paar mit für mich. Wir können die Schweine vermehren, ne? Wir sollten die Schweine vermehren, das ist eine gute Idee. Und wir können das Gammelfleisch hier reintun. Und die Knochen, natürlich. Wir versuchen mal, die Schweine zu vermehren. Das können wir, glaube ich, mal tun. Und ein paar Kartoffeln backen, ne? Ja, genau, hauen wir mal die Kartoffeln hier rein. Zack. Schwupp, so macht ihr Ofenkartoffeln, alles klar, weil er es noch nicht wusste. Jetzt weiß er es. Es ist Nacht. Ich glaube, ich habe auch irgendwo einen Schlafplatz gehabt. Und ich muss Schluss machen. Die Scheiße. Ich muss ja bei Feedme, darf ich ja nicht so lange aufnehmen. Denn ich habe ja noch dieses Premium noch nicht. Aber wir schlafen mal schnell. Und dann würde ich sagen, nein, wir machen das mit den Schweinen noch ganz schnell. Mit den Schweinen machen wir noch ganz schnell zusammen. Und dann muss ich aber schnell weg. Ganz schnell weg und dann überlege ich mal, was ich als nächstes aufnehme. Es wird auf jeden Fall noch ein paar Folgen Sims geben. Auf jeden Fall. Für Feedme habe ich auch extra noch mal eine ganz eigene Sims-Folge aufgenommen. Aber leider ist sie zu lang geworden. Ich kann sie nicht hochladen. Ich müsste das zerstückeln. Das will ich aber auch gar nicht. Ich war hoch. Ja, hat gut geklappt. Hallo Schweinis. Guck mal hier, was ich habe hier. Guck mal hier. Komm doch mal jetzt zu mir. Jetzt hier. So lecker. Komm. Wieso kommen die anderen nicht? Hallo. Komm Schweinis hier. Schweinis hier. Kommt. Mach mal Babys. Hat es geklappt? Huch, ich will nicht reiten. Will ich, lass mich raus. Wie versteckt man denn aus? Aua. Das Deck ist immer noch so niedrig. Geht noch mehr? Schwein? Nein, ich will nicht auf. Ja. Wie kriegt man den Sattel eigentlich ab? Weiß einer das? Ja, okay, das war's. Wir haben ein Schwein mehr gemacht. Und dann müssen wir warten, dass der große, der eine Schwein hat den Sattel drauf.
Den kriege ich aber nicht runter. Vielleicht schlachten wir das einfach mal, wenn wir genug Schweine haben. Weil auf diesem Server ja, dürfen die Tiere nicht einfach weggeschlachtet werden. Man muss erstmal dafür sorgen, dass man genug Tierchen hat, züchten. Und dann darf man die angezüchteten maximal töten. So, ich gehe jetzt, ich weiß gar nicht, ich gehe wieder runter mit euch. Yep, sehr gut. So, gehen wir runter mit euch. So. So. Man sieht die Schweine laut. 10 Schritte unter Wasser hört man die Dinger noch. So, und dann gehe ich mal wieder zum Haus hin, dass ich dann weiter bauen möchte. So. Brot habe ich nur noch. So, das ist mein Häuschen, an dem ich noch baue. Das ist noch lang nicht fertig. Viel Arbeit noch. Und ja. Das ist der Erdgeschoss und dann hier geht es hoch eben halt zum Obergeschoss. Ich kann auch recht hoch bauen, das ist, ich kann das höher bauen. Nur nicht eben direkt unter das Glas, das ist doof. Obwohl, ich kann nichts bauen. Was ist denn hier? Achso, hier ist der Keller. Kellergeschoss, das wäre das Kellergeschoss. Was habe ich denn hier? Hier ist nichts. Hm. Ich höre Geräusche. Das sind hier irgendwo eine Mine, ja, eine Höhle oder was? Keine Ahnung. Okay, ich höre eine Spinne. Ich höre eine böse Spinne. Na gut, ich bin dann erstmal raus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange aufgenommen, sonst wäre das wieder eine Folge, die nur auf YouTube landet und erst viel später bei FeedMe. Ich hoffe nicht. Also, habt euch wohl, bis demnächst, euer Jockel. Ciao und danke für alle, die bisher kommentiert haben, Daumen hoch dagelassen haben und mich abonniert haben. Vielen Dank. Ciao, euer Jockel. Tschüss.